Die Fußball-Bundesliga steckt in der Länderspielphase, aber die Profis und Akteure, die nicht zu ihren Nationalteams gereist sind, die müssen selbstverständlich auch in diesen Tagen in Dortmund Brakel trainieren. Und dahin schalten wir jetzt zu meinem Kollegen Marvin Hoffmann ans Trainingsgelände des BVB. Hallo Marvin, das Training bei der Borussia läuft. Was steht auf dem Programm? Ja, richtig. Es läuft gerade hinter mir nach einer lockeren Laufrunde gerade, die war gar nicht lang, ne? Also wirklich nur einmal so kurz über den Platz ging es dann sofort auch schon mit dem Ball am Fuß weiter. Kleines, lockeres Passspiel über so kleine Hürden, ne? Dass man mal wieder sich ein bisschen aktivieren kann. Ich persönlich als Sportler finde sowas immer cooler als so stupides Warmlaufen. Ich denke mal, die Jungs hinter mir auch haben sich gefreut, dass sie sofort ein bisschen was mit dem Ball machen durften und haben sich jetzt so auf die hintere Hälfte des Platzes zurückgezogen und spielen da so ein bisschen 5 gegen 2 im Kreis und haben Spaß, wie ich immer mal wieder höre. Ich weiß nicht, ob gerade einer getunnelt wurde und ob ihr es auch gehört habt, aber hier kam gerade ziemlich viel Gelächter rüber geweht. Also sie haben scheinbar Spaß, die Jungs da hinten, auch wenn nicht viele Profis dabei sind. Ja, beim BVB ist ja die Hoffnung groß, dass in dieser Länderspielphase der ein oder andere angeschlagene, verletzte Spieler eben die Zeit nutzen kann, um wieder in den Kader zu rücken, um seine Blessuren auszukurieren. Was kannst du schon erblicken auf dem Trainingsplatz? Sind ein paar Hoffnungsträger zu erspähen? Da muss ich dich leider und unsere Zuschauer enttäuschen. Marius Wolf ist vorm Training hier davon gebraust mit seinem Wagen, den habe ich nur noch gehört. Mit seinem Sportwagen ist er vom Trainingsgelände nach Hause gefahren oder vielleicht noch zu einer Behandlung, ich weiß es nicht. Und hinter mir auf dem Platz ist dann der einzige Rückkehrer dieser Woche, Rafael Guerreiro. Aber auch das ist eine gute Nachricht. Er trainiert wieder mit der Mannschaft, war jetzt die ganze Woche da. Der BVB hat uns auch gesagt, die wollen nach und nach das Pensum steigern und ihn wieder ranbringen an die Mannschaft. Und dafür ist dann so eine Länderspielpause natürlich auch mal wieder gut. Zagadou habe ich auch schon gesehen. Der überblickt mal wieder alle. Der große Hühne ist auch zurück auf dem Platz seit längerem schon. Ist ja auch schon wieder gespielt und sieht auch gut aus, was er hier macht. Ja, aber ansonsten hat sich das Lazarett noch nicht wirklich weiter ausgedünnt. Rafael Guerreiro zurück im Training also. Gerade auf der Linksverteidigerposition hatte der BVB ja zuletzt arge personelle Sorgen. Da war im Grunde kein gelernter Linksverteidiger mehr verfügbar. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Rafael Guerreiro es schon in den Kader schaffen kann am nächsten Samstag, am 20. November gegen den VfB Stuttgart? Boah, das ist wirklich schwierig. Also nach unseren Informationen ist es ja so, dass der BVB jetzt wirklich gucken will, die Woche nutzen möchte intensiv, da im Austausch steht mit dem Trainerteam, mit den Ärzten, mit den Physios, um wirklich zu gucken, wie weit ist Rafa schon, wie weit ist er jetzt ausgeheilt, wie weit ist er auch schon wieder an den anderen dran. Das ist ja auch immer wichtig, ne? Nur weil du plötzlich wieder gesund und fit bist, heißt das ja nicht, dass du schon wieder in den gleichen Leistungsstand wie deine Kollegen hast, die ganze Zeit jetzt voll im Saft standen und die ganze Zeit voll trainiert haben, immer englische Wochen hatten. Sondern da will man jetzt wirklich vorsichtig sein, weil man da ja auch ein bisschen Angst hat, dass es da wieder zu einem Rückfall kommt. Und man ist froh über jeden, der zurückkehrt. Und deswegen behandelt man die auch behutsam, damit sie auch möglichst lange dann da bleiben und sich jetzt in dieser Saison hoffentlich nicht mehr verletzen. Weil davon hatten sie ja jetzt wirklich schon genug. Du sagst es, einer, der heute nicht seine Runden dreht in Dortmund-Brakel, das ist Erling Haaland. Er hat offenbar vom BVB die Erlaubnis wieder bekommen, in der Sonne seine Reha fortzusetzen. Ist das so? Ich weiß nicht, ob da die Sonne scheint, wo er hingefahren ist, wohin geflogen ist. Ich glaube, was ich gehört habe, dass er sogar die norwegische Nationalmannschaft unterstützen wollte, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und ansonsten geht der BVB damit ja sehr locker um bei Erling Haaland und er kann dann natürlich auch sich aussuchen, ja, solange er in seinem Reha-Plan bleibt, sag ich mal, wo er die absolviert, der hat da einen klaren Plan, dem geben sie ihm mit. Und so wie ich ihn kenne, wie wir ihn kennen, wird er sich auch daran halten und alles geben, dass er möglichst schnell wieder auf den Platz zurückkehrt. Ob er das jetzt in der Sonne macht oder hier im etwas kälteren Dortmund, wobei es hier in Brakel heute auch die Sonne scheint und es eigentlich ganz angenehm ist für November, das sei dann mal ihm dahingestellt, wie er das handhabt. Zwei BVB-Profis sind gerade für die DFB-A-Nationalmannschaft im Einsatz, Marco Reus und Julian Brandt. Jetzt gibt es ja gerade beim DFB das Corona-Problem. Einige Spieler in Quarantäne und einige Spieler nachnominiert. Wenn du so die Gemengelage beim DFB mal nimmst, ist es so, dass das gerade die Chance erhöht für Julian Brandt und Marco Reus, in den kommenden Länderspielen eben Spielzeit zu sammeln? Ja, ich denke mal, der BVB-Kapitän Marco Reus sowieso immer ein Kandidat, auch wenn es gerade auf seiner Position sehr voll ist im DFB-Team und die Konkurrenz natürlich so groß ist, aber immer ein Kandidat, der spielen kann. Gerade in solchen Spielen jetzt, wo Hansi Flick dann, der Bundestrainer, auch vielleicht mal ein bisschen die anderen sehen will, ne, die sonst nicht so zum Zuge kommen. Also ich glaube, Marco Reus wäre sowieso ein Kandidat gewesen. Jetzt durch die ganze Gemengelage glaube ich auch, dass Julian Brandt mal mehr zum Zuge kommen könnte. Ich würde es ihm wünschen. Er hat sich ja sehr gefreut über seine Rückkehr ins DFB-Team. Und ja, vielleicht kann er dann einfach mal jetzt auch zeigen, dass er da auch wirklich hingehört und kann sich dann auch für diese Nominierung einmal rechtfertigen, und zwar auf dem Platz.
Heute trainieren die Profis in Brakel, die nicht bei den Nationalmannschaften im Einsatz sind. Aber wie geht es denn dann mit Blick bis zum nächsten Samstag gegen Stuttgart weiter für die BVB-Profis? Ja, die Marschrichtung ist ganz klar, ne? Bloß nicht verletzen und möglichst wieder fit werden. Gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen auskurieren für die jetzt die ganze Zeit wirklich, ne, fast zweimal die Woche spielen mussten, fast alle drei Tage spielen mussten. Für die gilt es jetzt durchschnaufen, lockere Trainingseinheiten, werden dabei übrigens auch unterstützt aus der U23, damit man hier genug Leute auf den Platz bekommt, damit man ein bisschen trainieren kann. Und ja, dann steht jetzt noch ein Testspiel an die Woche, aber auch mit ganz wenig Profibeteiligung. Und dann hofft man, dass man sich möglichst gut vorbereiten kann auf das Spiel gegen Stuttgart mit einem kleinen Kader, weil eben nicht mehr so viele da sind, weil sie verletzt sind oder auf Länderspielreise, wie du schon sagtest. Und dann will man da hoffen, dass man da dann mal wieder einen Dreier einfährt und an der Spitze oben dran bleibt, dass man da das Titelrennen, ja, möglichst lange offen und spannend hält, dass es nicht schon wie aus München zu vernehmen war, dass man da schon die Meisterschale entstauben könnte. Das, glaube ich, will man beim BVB noch nicht zulassen. Ja, und alle, die es mit dem BVB halten, drücken wohl auch die Daumen, dass alle, die bei ihren Nationalmannschaften sind, dann auch gesund und fit zurückkehren, um dann wieder einsatzbereit zu sein für den BVB. Das war ja nämlich leider in den vergangenen Länderspielphasen ein bisschen anders. Da gab es viele Verletzte für den BVB zu beklagen. Also Daumen drücken, dass das dieses Mal anders läuft. Danke, Marvin Hoffmann, für deine Einschätzung aktuell vom Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Ja, liebe BVB-Fans, natürlich schon mal vorausgeblickt. Hier seht ihr eingeblendet unser ganzes Digitalprogramm. Da findet ihr natürlich täglich alles Wissenswerte, alles Aktuelle rund um den BVB. Und bei uns auf der Homepage werdet ihr natürlich auch rundum versorgt mit Fotos, Videos und allem, was ihr braucht unter www.rn.de/bvb.